Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Schlosskonflikt-Video. Heute soll es um die Hüterin gehen. Ja, ganz einfaches Prozedere. Ich stelle euch die Hüterin wieder vor, ihre Fähigkeit, Wappen und Talent. Liebe bis zum Tod. Fügt über den Zeitraum von 3 Sekunden dem gegnerischen Helden mit den geringsten Lebenspunkten 200%, 280% Angriffsschaden pro Sekunde zu und entfernt dessen positive Buffs. Beschwört außerdem eine Liebestaube, die 12 Sekunden an ihrer Seite mitkämpfen wird. Abklingzeit 4 Sekunden. Held hat schnelle Energieerholung und der maximale erhaltbare Schaden ist auf 18.000 pro Schlag limitiert. Liebestaube kann nicht mehr als ein Schaden pro Schlag erhalten. Erhöht, wenn angegriffen, den Angriffsschaden des Helden 8 Sekunden um 45% Abklingzeit 8 Sekunden. Wir können mal gucken, ob ich hier vielleicht. Nö, kriegen wir nicht hin. Okay. Ich habe hier hohe Gewalt. Den Angriff um 100% Crit-Treffer des Helden fügen das 2,7-fache des Angriffs zu. Und hier nochmal unheiliger Pakt. Noch mehr Angriff. Was ist das Ziel da dahinter? Ich werde es euch zeigen. So, auch mal wieder ein schöner Skin, muss ich sagen. Bereiten wir gleich hier noch ein bisschen was vor. Also ich finde die Hüterin immer noch eigentlich zu OP für das Spiel. Aber nö. So, gell. Mit ihren Täubchen und Co. Täubchen sind ja gar nicht stark. Oh no. Oh no. Ach, das war ja nur ganz schnell. Hier wird genau dasselbe passieren, predikte ich jetzt. Oh no. Die wird jetzt wieder mies aufs Maul geben. Glaube ich. Weil, sobald die Täubchen eigentlich am Start sind, oder genug Täubchen am Stissel. Und die macht ja nebenbei noch Schaden. Ne. So ist es ja nicht. So, gedroppt. Zack. Wir haben erstmal 30 Sekunden um, ja, also nur so. Die spawnt ein Täubchen und noch ein Täubchen und noch ein Täubchen. Kriegt nur 18k Schaden, das heißt. Kriegt halt Schaden, ja. Hat sie ganz schön viel Schaden auf einmal gekriegt. Durchgerusht. Wie ein junger König, oder eher gesagt, wie eine junge Königin. Hier könnte es anders aussehen. Und ihr könnt schon ein bisschen sehen, warum. Stun. Oh. Oh. Wer wird denn da gestunt? Oh. Und sie wird sterben. 21% nur. Womit liegt das zusammen? Okay, sie hat jeden Helden trotzdem ausgelöscht. Aber ohne Heal kann sie trotzdem teilweise echt weak sein. Das liegt einfach damit zusammen. Ja, wir haben 18k. Wie heißt das? Damage Cap. Aber 18k Damage Cap heißt nicht, du bist unsterblich. Und wenn du dann, wie in ihrem Fall, wie meine, halt. Ja, gut, du hast 500k. Gut, es sind trotzdem 50 Angriffe, böse gerechnet, die du überlebst. Nicht mal 50. So, und wenn da 5 Türme auf dich einballern, ist sie weg. Die ist einfach tot. Deswegen mit einem Rampart zusammen. Schock, Güzel. Aber so, leider. Leider ein bisschen schwierig. Genau, ich kann jetzt nicht mehr auffüllen. Deswegen werde ich jetzt leider nur einen Kampf machen, weil ich dann noch zwei weitere Builds vorzustellen habe. So. Und genau jetzt werden wir wahrscheinlich ein ähnliches Phänomen sehen. Die wird gleich einfach weggerackt. Genau, die hat ein bisschen Schaden gemacht. Aber alleine. Die meisten Helden sind alleine natürlich. Weak, aber manche.
manche sind einfach krass. In der Verteidigung finde ich die auch krass. Wenn Rampart daneben steht, der dich schildert oder ähnliches, dann denkst du dir nur so, ja, yeah, Digga. Aber alleine, okay, vielleicht spielt man sie auch anders. Ich spiele sie eigentlich so ganz gerne, weil wenn genug Heal oder Schilde da sind, oder Stunts, whatever mit Lazulix, dann ist sie einfach nur stark. Einfach übertrieben. Na gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gern ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Schlosskonflikt-Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.